Von den Royals ist man es gewohnt, dass sie sich in der Öffentlichkeit immer stilsicher und elegant präsentieren. Doch auch bei ihnen kommt es hin und wieder vor, dass sie bei ihrem Look etwas daneben greifen. Wir zeigen euch die royalen Modemalöre des Jahres 2021. Den Anfang macht Fürstin Charlene von Monaco mit ihrem Look bei einer kirchlichen Zeremonie im Januar. Mit ihrem roten Mantel fällt der blonde Royal zwar definitiv auf, doch stylisch gesehen nicht unbedingt so positiv wie sonst. Der weit geschnittene lange Mantel, kombiniert mit der schwarzen Bootcut-Hose, lässt die zierliche Fürstin fast komplett in ihrer Kleidung verschwinden. Königin Letizia gilt normalerweise als eine der stylischsten Royals. Von Kopf bis Fuß überzeugt die ehemalige Fernsehmoderatorin fast immer mit modischen Looks. Doch auch der sonst so stilsicheren Königin von Spanien ist 2021 mit diesem Kleid bei einer Feier in Madrid ein kleines Modemalheur passiert. Das rote Kleid schmeichelt ihrer schlanken Figur ganz und gar nicht. Die sonst so stylische Königin scheint in dem weiten Stoff des Kleides fast unterzugehen. Herzogin Kate kennen wir normalerweise so. In schicken Kleidern, die ihre XXS-Taille betonen und oft in knalligen, fröhlichen Farben. Damit zieht sie immer alle Blicke auf sich. Bei diesem Auftritt jedoch fällt Kate mit ihrem Look fast gar nicht auf. Sie ist komplett in beige gekleidet, was die Frau von Prinz William sehr unscheinbar wirken lässt. Lediglich der Schal sorgt für einen kleinen Farbakzent beim sonst eintönigen Outfit. Doch durch Kates herzliches Lächeln wird ihre Kleidung sowieso zur Nebensache. Ähnlich unauffällig wie Kate macht es auch Camilla. Die Frau von Prinz Charles trägt hier einen gestreiften Mantel in hellen Grautönen. Camillas Schmuck und ihr Hut sind zwar farblich auf die Kleidung abgestimmt, doch insgesamt lässt der Look den Royal recht unscheinbar und blass wirken. Auch zu Camillas hellen Haaren hätte eine kräftigere Farbe sicherlich etwas besser gepasst. Königin Maxima der Niederlande macht es dafür ganz anders und scheint im Gegensatz zu den beiden britischen Royal-Damen in den Farbtopf gefallen zu sein. Normalerweise gilt bei den Royals der Spruch, weniger ist mehr. Nicht zu viele Muster, kein zu großer Farbenmix, sondern klassisch, zeitlos und eher schlicht. Für Königin Maxima ist das jedoch nicht immer das passende Motto. In einer bunten Kombination aus Blau und knalligem Rot präsentiert sich die Monarchin auf einem Event. Auch bei einem Besuch des Dedelijk-Museums zeigt sich Maxima in einem extrem bunten Look. Doch auch wenn das Outfit nicht ganz gelungen ist, so macht sie dies mit ihrem herzlichen Lachen wieder wett. Prinzessin Mette Marit hat sich bei einem öffentlichen Auftritt in der norwegischen Kommune Moss für ein bequemes Outfit entschieden. Die schöne Jacke ist zwar super stylisch, doch alle Kleidungsstücke haben einen lockeren, weiten Schnitt und in Kombination mit den braunen Stiefeln macht die norwegische Prinzessin leider keine so gute Figur wie sonst.